glaube, immer weggucken, wenn die auf einem zugeflogen sind. Immer in eine andere Richtung gucken irgendwie. Dann haben die einen nie getroffen. Nö, nö. Okay, das war der eine. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch einen anderen gibt. Gut. Ah, diese Raketenwerfer sind also doch nicht nur zur Zierde da. Nun, ich hoffe, du ziehst besser, als du pünktlich bist, denn da sind noch viel mehr Hexen im Tempel. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr einen Körnerpunkt kriegt, keine zugeben, Ahnung. James, ich bin beeindruckt. Es sind allerdings immer noch ein paar Hexen übrig. Und diesmal meinen sie es ernst. Sie haben sogar den Boden in tödlichen blauen Schleim verwandelt. Nimm dich in Acht, okay? Der Boden ist Lava. Ja, toll, jetzt darf ich nicht mal mehr getroffen werden. Jetzt. Ach. Totales Chaos. Muss ich jetzt nochmal von vorne? Oh nein. Wo warst du, James? Okay. Wir haben den einen Körnerpunkt haben wir schon bekommen. Da kann ich mich jetzt hier voll und ganz auf das Töten der Katzen konzentrieren. Ist auf jeden Fall schon mal besser als gerade. Ich doch, Mann. Ich muss. Okay, auf jeden Fall das gleiche machen wir jetzt nochmal. Wow. Oh, Gottes Willen. Geschafft, James. Ich wusste, dass du nicht umsonst der Führer der Kolibri-Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel ganz für uns. Aber erst habe ich noch ein Geschenk für dich. Okay, ich glaube, wir müssen... Also, das war nur der eine Körnerpunkt, weil sonst gäbe es hier drei Körnerpunkte in dem Level und das war schon ein bisschen krass. Zwei Stück ist sowieso schon viel. Und ich glaube, das waren einfach nur die Fenster. Ich hoffe, es waren die Fenster. So, da haben wir fast schon 100 Eier. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch die Flasche kaputt machen. Dann müssen wir eigentlich soweit alles hier haben. Okay. Ich will doch gar nicht, wo will ich denn hier? Da komme ich rüber. Oh Gott, aber gerade so.
Flasche. Wo stand die denn? Ne, die war hier vorne irgendwo. Hier meine ich. Da, okay. Jetzt ist sie da, wo ich eben dachte, oder? Ne, da ist sie. Ja gut, dann müssen wir nochmal hier hoch, ne? Okay. Erstmal wieder hier rum. Da waren wir schon drin. Musste ich doch gerade nochmal nachdenken. Das war das nämlich mit den Samen. Okay. Das ist auch mal schön, dass das halt immer weiter zum Beginn des Levels zurückgeht und dann halt am Ende im Levelanfang stehen bleibt. Es ist auch das erste Mal, dass ich hier in der Wohnung aufnehme. Fällt mir gerade mal ein. Ach doch nicht. Ah, wieder da hoch, okay. Ich kann die Musik nicht nachmachen, ich bin zu langsam dafür. So. Ich hoffe, das sind die restlichen Edel. Oh, wir haben überhaupt keinen Sparks mehr. Wäre jetzt erstmal aufgefallen. Doch, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wunderbar. Und somit hätten wir dieses Level auch fertig. Und da gehen wir Level beenden. Okay. Ah, das Blöde ist, da der olle Jäger jetzt eingesperrt ist, können wir nicht alles in der verlorenen Flotte holen, aber wir holen erstmal so viel wir können, sag ich mal. Weil da gibt es nämlich noch ein Skateboard. Level. Und um das zu machen, brauchen wir halt den Jäger. Sieh dich vor hier, kleiner Drache. Auf dieser Werft gibt es mehr Geister, als ich zählen kann. Ist auch eine große Schande. Ich war so dicht dran, meinen Schatz zu finden. So, ich bräuchte mal da hinten, okay. Ein Sparks. Wäre halt mal ganz schön. Hier gibt es auch viele, viele Edelsteine, die man schön übersehen kann, weil das so ein großes, weitläufiges Level ist, wo es viele Tauchpassagen gibt, wo man unter Zeitdruck steht. Und ja, das mag ich nicht. An sich von der Idee ist das Level eigentlich ganz cool. Ach, guten Tag. Der läuft da hinten hin. Nehmen wir mal einen neuen Sparks. Sonst gehe ich gleich schon wieder drauf. Reicht der mir auch noch aus? Uiuiuiui. Kann man sich hiermit kaputt machen? Das wäre super. Boah, nice. Super. Okay, das brauchen wir dafür nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da oben reinschießen müssen. Ja.
Ich war mir nämlich ein bisschen... Ah, da ist ja noch einer. War mir ein bisschen unsicher, ob das da war oder nicht. Oder ob das woanders war. Okay. Die auch noch kaputt machen. Oh, super. Sonst hänge ich immer irgendwie 5 Stunden dran, die dummen Vögel zu treffen. Aber da war jetzt kein Problem. da hoch. Wie kommen wir da hoch? Später, glaube ich. Ja, wir gehen erstmal hier weiter. Der olle Geist hier. Oh, Sparks. Ist hier ein bisschen Mangelware mit Sparks. Vor allem, weil ich sowieso schon ohne Sparks hier reingegangen bin. So, kriege ich den? Kann man den von... Ja, kann man. Okay. Na gut, weiter können wir hier nicht. Müssen wir halt weitergehen, ne? Oh, da war eine Krabbe. Krabbe. So. Also bisher ist das Level noch nicht extrem scheiße. Dann läuft gut einmal weiter. Schön durch die Krabbe. Natürlich. Noch eine? Oh, ich dachte, es wären 2 gewesen. Okay, dann möchte der. Ja, gut, dann schmeiße ich hier erstmal das Kanönchen an. So, und wieder Vögel abschießen. Ey, das klappt heute sehr gut mit den Vögeln. Sagen, wo ist er hin? Okay, dann haben wir hier auch alles. Wo kommt der Vogel her? Ach Leute. Ich dachte, hier wäre nur einer. Ja. Ah, super. Da war eben noch einer, der flog hier so halb hin. Weil die kriege ich wahrscheinlich mit einer anderen Kanone. Oh, da haben wir doch fast vergessen. Gut, ich glaube, hier drin ist schon das Levelende. Ja, da steht er schon in seiner Kiste. Oh, das ist ja unglaublich. Irgend so ein Narr hat ein blödes Ei in meinem Schatz versteckt. Jo. Craig. Gut, dann haben wir hier alles. Ja, hier fängt das jetzt das super tolle Tauchgezumpel an, wo ich total drauf stehe, weil man da alle möglichen Edelsteine verpasst. Aber wir gehen erstmal über Deck. Ja, hier gibt es ja auch noch ein bisschen was. Vor allem auch wieder Vögel zum Abballern. Und Edelsteine zum Einsammeln. Nicht gerade vom Wert wenig. War da noch ein blauer? Da. Oder lila. Wie man es auch immer nennen will. Okay, da hinten ist das Level mit... Nee, Quatsch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall erstmal hier Vögel kaputt machen. Okay, den haben wir. War da noch einer? Mindestens einer. Okay, da fliegt da die ganze Zeit mit Bones rum. Noch einen getroffen aus Versehen und von auch den anderen. So, wandern jetzt alle? Ich glaube schon. Was ist das da oben überhaupt für ein Loch?
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hinten hin. Und uns da die restlichen Edelsteine. Und dann direkt hier nach rechts. Hier sind auch noch ganz viele Gegner. Da kann man auch gerne schon mal vergessen hier im Part. War ich da schon? Ich kam da raus, ne? Auf jeden Fall, da haben wir jetzt schon so einen Wirbelwind geschaffen, das ist ganz gut. Muss mir über diesen riesen Weg laufen. Aber wir machen jetzt erstmal klar Schiff. Ja, ich sehe jetzt schon unter Wasser, dass da alles am Glänzen ist, beziehungsweise unter Säure oder was das sein soll. Ja, noch einer. Aber hier müsste es eigentlich zum Level mit Mega gehen, aber der ist ja jetzt nicht da. Was ist das hier? Ach, das ist das, was ich eben gesehen habe. Nee, Quatsch. Das ist das da oben. Auf jeden Fall, das hier bringt mir nichts. Ich glaube, da können wir noch keine Edelsteine sammeln bei jedem Level, weil das Skateboard-Ding nicht da ist. Das ist natürlich scheiße. Die Musik wieder weg. Ja, das ist kein Skateboard-Teil. Gut, dann haben wir hier gerade die Edelsteine hier unten noch rumliegen. Hier links schon mal ein bisschen was. Und wir gucken uns mal das Schild an. Oh, armer kleiner Drache, hat dein Freund dich verlassen? Schon gut, du wirst ihm bald Gesellschaft leisten, die Zauberin. Ja. Tun wir nicht, nee. Deswegen ziehen wir uns auch wieder. Und dann machen wir noch die restlichen Level, die wir noch haben. Beziehungsweise halt so Special Level. Ja, hier unten glänzt alles. Jetzt die Frage, was machen wir denn als erstes? Es gibt so ein komisches U-Boot-Level, das ist, glaube ich, hier oben drin. Ich glaube, das machen wir zuerst. Ne, beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal, was da ist, wenn wir da reingehen. Aber es müsste eigentlich nur dieses komische Ding da sein. Wo wir das super Powerpunkt bekommen. Ja. Achso, wir müssen ja über Deck. Genau. War das nicht so? Dann geht das ja hier nach rechts. Da vorne geht es nach rechts. Dann machen wir nämlich erstmal das. Ein U-Boot-Level. Da geht nämlich auch noch gut. Gut, Edelsteine. Und ist auch. So ätzend ist das auch gar nicht, glaube ich. Diese Gewässer hier waren mein Lieblingsort zum Tauchen, aber ich kann keine Beute machen, während diese U-Boote hier patrouillieren. Glaubst du, du kannst dieses U-Boot hier steuern, das ich für einen Apfel und ein Ei gekauft habe? Das sieht auch so aus, als ob er da tauchen würde. Jo, U-Boot fahren. In Ordnung. Drück die X-Taste, um zu beschleunigen, und wenn ein U-Boot in Sicht kommt, stellt sich das Torpedo ein. Wenn du es genau im Visier hast, schieß mit der Kreistaste. Heißt es nicht der Torpedo? Torpedo? Okay. Kreis schießen, X ist Vollgas.